los. So, dann geht's halt weiter mit der nächsten Ziehung. 25. Mario Bros. Okay. Das war? 10 Level schaffen. 10 Level? Hm. Okay. Ich glaube, das war mit Wop so, ne? Da gibt's keine Wop sonst. Ah, Mario Bros. Ah, verstehe. Nicht Super Mario Bros. Mario Bros. Richtig. Okay. Verstehe. Ja, das Spiel hat mich auch sehr begeistert schon bei dem Turnier von Final. Gut, bis gleich. Bis gleich. So, starten wir mal mit Mario Bros. 1. Denk mal, Phase ist halt das, was du als Level bezeichnest, ne? Mhm. Oh Mann, die Steuerung. Scheiße. So, das war schon mal das Erste. Natürlich wird es nicht resettet. Nur noch 9 weitere. Leck mich. So. Das hast du ja nicht geschafft gehabt. Eigentlich ist es nicht so schwierig, da brauchst du ein bisschen Übung wieder drin. Und wie es aussieht, schaffst du es auch nicht. Ja, hab ich auch nicht erwartet. Ist ja auch egal. Scheiße! Und das erste Leben ist weg. Und das zweite Leben ist weg. Toll. Dann gibt's bald eine fiese Turbo-Krabbe. Scheiße. Und KO. Ja. Jetzt weiß ich, warum ich so begeistert war von dem Spiel. Toll. Und wieder von vorne. Toll. Es ist nicht mein Spiel, definitiv nicht. Nö. Mag sein, aber trotzdem musst du 10 Level schaffen. Ja, oder aufgeben. Oder aufgeben. Aber das kann ich erst nach einer halben Stunde. Nö, kommt drauf an, wie schnell der Game Over, wie lange du Game Over gehst. Eventuell brauchst du ja gar nicht so viele Versuche, bis du die 30 schon erreicht hast.
so, ach gut. Ich verschaff's das. Ja. Perfekt, 3000 Points. Und ein Leben dazu gekriegt. Ich hab's gehofft. Das Leben hast du jetzt neulich die Punkte gekriegt. So schnell wirst du kein weiteres kriegen. Gleich wieder eine Flamme. Nein! Ah. Das ist echt nicht mein Spiel. Ich merk's. Mann! Naja. Toll, einmal tot gehen und das war schon wieder. Du hast noch 6 Level vor dir. Ich wollte doch gar nicht dagegen springen, verdammt! Ich denke, die Eisappenphase komme ich noch. Jo. Na toll. Aber sei froh, Eiszapfen ist noch so eine Sache. Später kommen auch noch, ja, du meinst eher diese Eisblöcke, ne? Ja, wo der Boden vereist. Ja, nein, kannst du denn nicht nach links springen, nur nach oben? Verkackte Steuerung, ich mag sie nicht. Ja. Ja. Ich springe nach oben, ich kann nicht mehr nach links lenken. Oh, hast einen Fehler gemacht, das ist tot. Toll. Das war knapp. Ja. Das sei lassen ganz.
Na komm. Sag mal, gibt's eigentlich Krebse und Fliegen in dem neueren Super Mario Bros. Irgendwo drin? Nicht, dass ich wüsste. Doch, Krebse gab's in Super Mario Bros. 3. Tja, ich glaube, diesmal schaffe ich es wieder nicht. Ja, ich könnte noch glauben. Aber ich stehe wieder an derselben Stelle. In der Luft. Mann! Lass mich doch mal dahin! Ihr Wichser! Ich mag das Spiel nicht! So bleibt erstmal. Ja. Mann, ich wollte eigentlich beide erwischen. Hast du doch beide erwischt? Ja, leider nicht gleichzeitig, sondern der eine wurde vorher erwischt und dann erst. Ja. Leck mich. Knapp. Aber immerhin geschafft. Ich hätte denken können, dass das Spiel für mich das Schlimmste wäre, mitunter. Ne? Wenn man mich nicht kennen würde. Ja. Wolfer hätte das bestimmt locker gemacht, ja. Könnte mir sogar tatsächlich vorstellen, dass Wolf das schaffen würde. Aber kann nicht so ein Vieh mal im Gameboy-Spiel vorgekommen sein? Super Mario Land? Weiß ich nicht. Du hast dich halt bei dem Spiel nicht aus der Ruhe bringen lassen. Es gibt keine Zeitbegrenzung. Was mich problematisch stimmen lässt, ist diese Feuerkugeln, die irgendwann kommen. Ja. Allerdings kann man auch die relativ voraussehen. Muss halt bloß wissen, die grüne kommt immer auf deiner Ebene. Und die rote ist ziemlich langsam, die kann man praktisch leicht austricksen. Ah! Fick deinen verfickten Klempnerarsch! Boah! Ich hasse diese Scheißgerutsche von ihm.
Halt mal wieder ein leichtes Level. Tja, war ja klar. Eis. Komm ich nie drauf klar. So, zwei Level noch. Wäre schön, wenn ich es schaffe. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, es wird wahrscheinlich auf die Eisblöcke kommen. Die suchen sich eine Random-Plattform zum Vereisen aus. Nein! Willst du mich verarschen? Ja, das war zu riskant. Ich war der Meinung, ich berühre diese blöde Plattform von unten. Naja, an den Ecken ist das so eine Sache. Das hast du sicher auch schon bemerkt. Ja, Physik für den Arsch. Ja. So, die Mario kommt jetzt von links oder von rechts? Ja, von links. Die kommt immer von der Seite, wo sie auch reingeht. Wenn sie unten in die linke Röhre reingeht, geht sie auch in der oberen Röhre wieder raus. Und wenn sie rechts unten reingeht, geht sie halt auch rechts oben wieder raus. Theoretisch kann man jede Bewegung von den Gegnern vorhersagen. Theoretisch, wenn man zu klug ist. Nicht so verkehrt dämlich ist wie ich. So. Die einzige Randomness, die das ganze Spiel beinhaltet, ist tatsächlich, naja, die Münzen, die rausbauen. Weil die Bewegung der Gegner beeinträchtigen. Achso, meinst du das ja gut. Nein, extra Leben kann nicht schaden. So, und ansonsten, der rote Feuerball ist noch recht random. Verdammt, das ist nicht so gefallen, wie ich es gern gehabt hätte. So ungefähr hätte ich es gehofft. Der sollte rechts rauskommen, der auch. Fick dich! Feuerball! Siehst du? Ah, vielleicht krieg ich das doch noch auf die Reihe. Aber ich habe immer noch genauso wie bei Super Mario Brothers. Im Original Probleme mit dem Rückstoß. Du meinst war ja bei Super Mario World auch nicht besser. Okay, meinst du das Nachrutschen oder wie? Ja. So, wo kommt der raus da oben? Doch gar nicht. Tja, der letzte wird immer schnell. Boah, ey. Ich glaube, ich werde besser. Ich hab tatsächlich eine Lernkurve. Ich würde auch sagen, dass du besser wirst. Nein! Ich sollte es besser wissen. So viel zu das war derselbe nein, Fehler nein. Wie vorhin. Ja, du musst vorher nach links lenken, bevor du irgendwie ja, ich vergesse das immer.
so meine Probleme mit Spielen, wo sowas vorkommt, dass ich dann nicht mehr nachlegen kann beim Sprung. Das war auch recht riskant. Ich find's so doof, dass ich so ein Vollidiot schon meine zwei Leben verloren habe. Wie zweites Mal Fehler. Ich hasse mich für sowas. Du bist dann halt zu risikobereit. Weil du ja denkst, du musst es jetzt unbedingt in der Runde schaffen, den umzuhauen. Das ist halt das falsche Denken. Wow! Das war knapp. Ich sag ja, das ist wiederum der Einfluss der Münzen. Nein! Ja, das war auch der dumm, muss ich sagen. Wenn du siehst, dass von links ein Feuerball kommt, solltest du nun auch versuchen, unbedingt den Treffer reinzuhauen, sondern lieber abhauen. Passt. Hat aber doch nicht gereicht. Tja, jetzt musst du sehr, sehr vorsichtig sein, weil du noch ein Leben hast. Mal wieder. Ja. Dass die im Notfall lieber durchkommen, als dass du sie zwingend tötest, ne? Ja. Boah. Verkackte letzte Level. Jetzt haben sie aber eilig hier. Nein! Ja, lieber den wieder auf die Beine stellen, als zu sterben. Bis auf wenn gleich die Feuerwelle kommen. Sehr riskant, sehr riskant. Ja! Okay, auf Wiedersehen und ciao. Boah. Ja, ciao.